Herr Professor Abelshauser, Sie haben ja jetzt schon die Brücke sozusagen in die Internationalität geschlagen, in den globalen Ausblick, und so, dass wir auch mit einem Blick auf meine Uhr vielleicht dann mal in Richtung Europa jetzt kommen könnten. Gibt es denn bei Ihnen Fragen zu dem Komplex, den wir jetzt diskutiert haben? Wenn Sie einen Moment warten, gibt es, wie mir gesagt wurde, jemand, der mit dem Mikrofon losflitzt? Ja, er flitzt schon. Aber Sie können es vielleicht auch schon mal so probieren. Ich weiß nicht, wie gut der Saal trägt. Die hoffnungsvolle Generation, genau. Bitte. Ja, ich mag den Autoliberalismus sehr gerne. Ich bin selber auch Mitglied der Freien Demokraten. Aber meine These ist, dass der Autoliberalismus, der Neoliberalismus 1.0 tatsächlich theoretisch an einem Ende ist. Das ist ja ein 3.0, denn wir sind in einer globalisierten Welt. Was bringt es uns, wenn wir den deutschen Staat reinkriegen, dass eine Ordnungsmacht über dem deutschen Wirtschaftsgeschehen ist und das Bundeskartellamt unter uns zerschlagen kann, Kartelle auflösen kann, aber dann Google auf der Weltbühne dafür sorgt, dass trotzdem keine mehr Freiheit in einer Ordnung vorhanden ist, sondern Anarchie. Sammel vielleicht mal ein bisschen. Bitteschön. Vielleicht auch eine Frage. Ich möchte den Vorschlag machen, dass wir Begriffe, die zwar hier immer wieder fallen, die wir aber nicht definieren können, vielleicht auch nicht wollen, einfach ausklammern, zum Beispiel den Begriff fair. Ich verstehe einfach nicht, was ist fairer Markt. Ich weiß, kann mir vorstellen, was ist Markt, aber ich will gar nicht wissen, was eigentlich ein gedachter fairer Markt sein könnte. Also bitte, ich möchte auf diese Definition verzichten. Vielleicht kommen wir auch ohne aus. Zweiter Verzicht wäre, nur als Vorschlag, den Begriff Gerechtigkeit durch etwas anderes ersetzen. Beispielsweise, mir hat einfach gut gefallen, das Modell der Zielsetzungen, der verschiedenen Ziele und der Zielkonflikte. Und dann könnte man vielleicht ohne den Begriff Gerechtigkeit auskommen. Danke. Hier vorne ist noch eine weitere Meldung. Bitte schön. Es ist ja heute sehr viel einerseits vom Staat und andererseits vom Markt die Rede gewesen. Nun, bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, der Staat ist ja nicht irgendetwas anderes, sondern er ist einerseits typischerweise ein ganz zentraler Marktteilnehmer. Und wie einer der Referenten auch sehr schön hat bemerken können, es ist auch ein Komplize des Marktes. Und aus dieser Komplizenschaft ist ja zum Beispiel auch ein Geschöpf, die Europäische Zentralbank, entstanden. Nicht? Man könnte sie insofern sogar ein Wechselbalg in doppelter Hinsicht nennen. Und meine Frage geht hier an einige Teilnehmer des Podiums, die Sie ja, glaube ich, zum Teil mit dem Wirtschaftsministerium beratend sprechen, zum Teil mit dem Finanzministerium beratend sprechen. Diese beiden Ministerien repräsentieren ja aus meiner Sicht jedenfalls einen ganz wesentlichen Aspekt dieser Komplizenschaft des Staates mit dem Markt, speziell jetzt mit dem Finanzmarkt. Und meine Frage ist, wie geht der Staat Ihres Erachtens intern mit diesem Konflikt um? Einerseits, was ist gut für die Wirtschaft und andererseits, was ist gut fürs Geld? Herr Professor van Berg hat noch eine Frage. Hat sich gemeldet hier vorne. Ja, ich möchte doch gerne einige Bemerkungen zu der Kontroverse zwischen Kardinal Marx und Professor Sinn machen. Die Bemühungen von Kardinal Marx, Herrn Sinn, das Denken in Ordnungen deutlich zu machen, zeigt, wie schwer es ist, dieses Denken selbst gestandenen Ökonomen klarzumachen. Der Kernpunkt der Freiburger Denktradition zielt auf die Unterscheidung zwischen der Entscheidung, die wir zwischen unterschiedlichen Regelsystemen treffen können, und den Entscheidungen, die innerhalb von Regelsystemen getroffen werden.
Und der Anspruch der Freiburger Schule war, den sie selber auch anmelden, dass eine marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung unter den Ordnungsmöglichkeiten, die wir kennen, die für die Menschen attraktivste ist. Und wenn das so ist, dann kann man damit auch einen ethischen Anspruch verbinden. Wenn man ein Regelsystem akzeptiert, dann beinhaltet das eine gewisse Verpflichtung, die Ergebnisse, die sich dann einstellen, bei einer Einhaltung der Regeln, bei fairem Spiel, bei fairem Umgang innerhalb dieses Regelsystems, dass man diese Ergebnisse akzeptiert als im Regelsystem gerecht entstanden. Das bedeutet nicht, dass wir als Gesellschaft, als politisch organisierte Gemeinschaft auf der einen Seite Grund haben können, wenn wir uns fragen, nach welchen Regeln sollen wir unsere Wirtschaft ordnen, dass wir sagen, wir haben gute Gründe, sie marktwirtschaftlich zu ordnen. Dass wir aber dann, nachdem wir sehen, was dann als Ergebnis herauskommt, sagen können, wir können begleitend alle möglichen Dinge korrigieren. Das ist eine Aufgabe der Sozialpolitik. Oder wir können auch feststellen, dass es alle möglichen systematischen Probleme gibt, die uns Anlass geben, darüber nachzudenken, ob die Regeln, die wir haben, denn auch alle so gut sind und über die Regeländerungen nachdenken. Aber das alles ändert nichts daran, dass wenn in einer marktwirtschaftlichen Ordnung jemand, weil er eine gute Idee hatte, wie Bill Gates, Milliarden verdient, dass das innerhalb dieser Regelordnung, wenn er das korrekt gemacht hat, keine Regeln verletzt hat, dass das zu akzeptieren ist und dass man das Regelsystem insgesamt, wenn es für die Menschen das Akzeptabelste ist, dass man dem im Sinne von Karl Marx auch eine ethische Qualität zuschreiben kann. Das war zumindest der Anspruch der Freiburger Schule. Bleiben Sie doch nochmal hier, hier vorne gleich. Dann nehmen wir diese Frage noch dazu und dann gibt es sicher viel Stoff für Antworten. Also ich bin Walter Oswald von dem Walter-Eucken-Archiv in Frankfurt. Und ich habe eine Frage ans Podium zur Ungleichheit. Also wir haben, wie ich auf der Hinfahrt gesehen habe, in der EZB-Vermögensstudie haben wir europaweit eine Vermögensverteilung, wo ungefähr 10% der Bevölkerung 50% des Vermögens haben. Und die Frage ist, ganz egal, ob man das als fair bezeichnet, gerecht oder ungerecht, es ist im hohen Grade nicht nachhaltig. Und da finde ich interessant zu schauen, und da würde ich auch zumindest partiell jetzt der Interpretation, der historischen Interpretation von Abelshäuser widersprechen. Es ist interessant zu sehen, dass die Freiburger oder überhaupt die Ordoliberalen diese Gefahr einer Ungleichheit durch das Marktsystem, wenn es falsch strukturiert ist, gesehen haben. Und ein einziger Hinweis dazu, also der Alexander Rüstow hat einen Grenzsteuersatz vorgeschlagen für Vermögen und Erbschaften von 100%. Also er würde dann in der heutigen Debatte im Grunde noch die Vorschläge der Linken toppen. So, jetzt habe ich notiert, einmal das ordnungspolitische Modell als Vorbild, als globales Vorbild, als europäisches Vorbild und verbunden mit der Frage, hält sich Google an die Regeln oder Facebook oder was immer das für neue sozusagen Systeme sind. Da können wir vielleicht auch noch mal eingehen auf das, was Sie gesagt haben in Ihrem Vortrag, wie schwierig das ist, wenn man auf eine globale, also der Bundespräsident, um noch mal zurückzugehen, hatte ja gestern gesagt, dass er Ansätze sieht für das Ordnungsmodell oder für die Rahmensetzung auf globaler Ebene in der G20, in der WTO, aber dass es eben nur Ansätze sind, weil es auf dieser Ebene keinen Ordnungsmodell gibt. Sie haben berichtet, wie schwierig das überhaupt ist, mit den Kardinälen aus der ganzen Welt überhaupt mal auf eine Diskussionsgrundlage zu kommen. Dann hatten Sie angeregt, die Begriffe Fair und Gerechtigkeit entweder ordentlich zu definieren oder sie einfach wegzulassen, weil jeder darunter was anderes versteht.
Und Sie hatten nach der dem Staat als Komplizen gefragt und wie sich das in Ihren praktischen Erfahrungen im Umgang mit der Bundesregierung, also dem Finanz- und dem Wirtschaftsministerium, darstellt. Wer will anfangen? Ich bin Sie. So. Dann kann ich etwas Pause machen. Ganz kurz, weil jedes Thema ist so interessant. Ich sage nur ein einfach Stichwort. Das ist eine Frage, die ich an das Eugen-Institut zurückgebe. Gibt es eine Ordnungspolitik auf Weltebene? Was ist Ordnungspolitik auf europäischer Ebene? Haben wir ja eben diskutiert. Das muss ich an die Fachleute zurückgeben. Eine Ordnungspolitik ist immer bezogen auf eine, bis jetzt jedenfalls, auf eine nationale Regierung, auf eine nationale Wirtschaftskultur und einen Sozialstaat. Ist das möglich, das zu transferieren? Ist das möglich, das auf europäischer, auf einer Weltebene zu machen? Wie soll das aussehen? Was wäre eine produktive, nach Abelshauser, produktive Ordnungspolitik auf anderen Ebenen? Die Frage muss ich weitergeben. Da bin ich jetzt nicht der kompetente Mann. Ein zweiter Punkt, brauchen wir eine gemeinsame Idee von Gerechtigkeit? Ich glaube, ja, das ist aber auch ein Riesenthema. Heißt Gerechtigkeit, jeder nach seiner Fasson soll selig werden, wie er es möchte? Gibt es eine gemeinsame Idee? Gibt es Leitideen, Vorstellungen von Solidarität, Gerechtigkeit und dem, was einem zusteht? Sum cuique ist das alte Wort für Gerechtigkeit, jedem das Seine. Was steht ihm zu? Definiert er das selbst oder müssen wir das gemeinsam definieren? Das wird solange wir ein Gemeinwesen sind, können wir nicht verzichten darauf, auch gemeinsam darüber zu diskutieren, was die Partizipationsrechte, die Beteiligungsrechte, was eine Idee, ich sage nicht eine Definition, eine Idee der Gerechtigkeit ist. Und ein letzter Punkt mit der Ungleichheit. Am Anfang beginnt es mit der Menschheitsgeschichte schon mit den Ungleichheiten und das ist richtig. Eine Vermögensverteilung, wie sie sich entwickelt hat, das war schon Ende der 50er Jahre, Sie haben darauf hingewiesen, in den Texten von Kardinal Höffner der Fall, damals war er ja noch Professor, er hat das beklagt, wir müssen eine andere Vermögensverteilung haben. Die Hineinführung der Arbeitnehmer in Produktivvermögen war ein ganz großes Anliegen der katholischen Soziallehre, um diese Vermögensverteilung zu überwinden. Es gibt diesen Weg und es gibt den Steuerweg. Und deswegen ist die Tradition der katholischen Soziallehre eigentlich eher bei Erbschaftssteuer, sobald sie über natürlich das hinausgeht, was wir jetzt das Angesparte nennen und kleines Häuschen, aber die Eigentümer an Produktivmitteln hoch zu besteuern. Ganz klar, denn jedes Eigentum, was verbunden ist mit Eigentum auch an Arbeitnehmern, sozusagen an Arbeitsplätzen, hat eine andere Dimension, als zu sagen, ich habe einen Garten, ich habe ein Häuschen und so weiter. Das ist immer durchaus in der Linie gewesen, dass man dort eine hohe Steuer nicht als unmoralisch gesehen hat. Darüber kann man aber im Einzelnen diskutieren. Nur, es ist ein Thema, und das freut mich, dass die Freiburger Schule das auch so gesehen hat, dass hier die Vermögensverteilung nicht das Maß erreicht hat, was man sich vielleicht wünscht, um auch aktive Bürger zu haben und eine bessere Chancengerechtigkeit auch in unserer Gesellschaft. Herr Professor Sinn. Also diese Stellungnahme zur Freiburger Schule finde ich extrem wichtig und wir sind ja an einem fundamentalen Punkt. Ich glaube, unsere Wissenschaft, die Volkswirtschaftslehre, hat sich eben diesen Aspekt der Freiburger Schule nicht zu eigen gemacht. Dass das, was in einem Regelsystem gerecht entstanden ist oder entstanden ist, auch gerecht ist. Das nicht. Und da isoliert sich die Freiburger Schule an dieser Stelle. Die Argumente, die wir normalerweise in dem Fach brauchen, sind, glaube ich, etwas anders. Wir sagen, wir brauchen einen Ordnungsrahmen, wie die Freiburger Schule es sagt. Marktwirtschaft ist nicht Anarchie. Innerhalb des Ordnungsrahmens darf man sich frei entscheiden. Was dann herauskommt, ist eine effiziente Wirtschaftsordnung. A, der Kuchen wird möglichst groß. B, ein weiterer Vorteil ist, dieses System ist freiheitlich, weil wenn ich ein anderes System schaffe, wo ich den Menschen sagen muss, was sie zu tun haben, Zentralverwaltungswirtschaft, das endet in einer Gewaltherrschaft. Nicht? Das eine System hat Anreize, jemand tut etwas, verdient es, behält es, deswegen tut das und deswegen wird
eben sehr viel wirtschaftliche Leistung erzeugt. Das andere System ist, ich sage ihm, was er machen muss. Und wenn er es nicht macht, muss ich ihn bestrafen. Ich muss also einen Kommissar neben den Arbeiter stellen mit einer Pistole in der Hand, damit er das tut. Zentralverwaltungswirtschaft führt automatisch zur Gewaltherrschaft. Und nur die Marktwirtschaft mit einem festen Ordnungsrahmen ist mit der Freiheit kompatibel. Ja? Wenn wir dieses so sehen, müssen wir die Freiheit als Wert ansehen und einen schönen Lebensstandard als Wert ansehen, dann müssen wir Bill Gates akzeptieren und dürfen nicht einfach ihm das wegnehmen, was er gemacht hat. Im Ergebnis bin ich ja völlig auf Ihrer Seite. Da ist überhaupt kein Unterschied. Der Unterschied liegt in dieser ideologisierenden und immunisierenden Begründung, was im Regelsystem entstanden ist, ist dann automatisch auch gerecht. Damit kommen wir nicht weiter. Das ist eine Immunisierungsstrategie, die letztlich, ich würde auch sagen, den wissenschaftlichen Standards unseres Faches nicht standhält. Richtig ist, dass die Juristen das so sehen. Das liegt auf Ihrer Seite, da ist eine starke Verbindung. Juristen argumentieren immer so mit Leistungsgerechtigkeit und so weiter, aber das ist ein Begriff, der hat sich in unserem Fach einfach als inoperabel erwiesen und hat sich nicht durchgesetzt. Ich rede jetzt mal weltweit, das ist eine Faktenaussage. Nicht? Ich will damit jetzt Herrn die Leistung von Eucken nicht kleinreden, weil Gott bewahre, die sehe ich ja auch ganz woanders, die sehe ich in der Ordnungspolitik, der Idee, dass wir den Ordnungsrahmen brauchen. Das ist die fundamentale Leistung, die hier erbracht ist. Aber da kommen wir so schnell nicht zusammen. Sonst laufen wir hier aus der Zeit, wenn wir noch ein bisschen über Europa sprechen wollen, was ja ein sehr aktuelles, interessantes und uns alle betreffendes Thema ist. Ich habe nach dem Vortrag von Herrn Professor Sinn vernommen, dass Herr Professor Abelshauser da zu dem Schluss eine andere Meinung hat, dass die Vereinigten Staaten von Europa nicht sozusagen erst kommen müssen, sondern dass möglicherweise die Reihenfolge doch ein bisschen anders sein könnte. Und mein Eindruck ist auch, mein laienhafter Eindruck von der Wirtschaftshistorie, dass oft die Wirtschaft doch diejenige ist, die zieht und die Politik dann hinterherrennt mit dem System, weil die Notwendigkeit einfach da ist. Können Sie da erwidern? Ja, sind wir also jetzt schon bei dem Thema. Ja, gut, ist in Ordnung. Ich denke, hier muss man einfach klar sagen, und ich kann das auch begründen, dass es ein Denkfehler ist, zu glauben, wir könnten wie die Vereinigten Staaten von Amerika zu den Vereinigten Staaten von Europa kommen. Die Amerikaner haben das schöne Motto gehabt bis in die 50er Jahre, e pluribus unum, aus vielen Ethnien, aus vielen Nationen eingewanderte werden eins, der Schmelztiegel. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad gelungen. In Europa ist das anders. Da gab es und gibt es Nationen, die zwar in engem wirtschaftskulturellen Kontakt, also gerade in diesem Bereich des rheinischen Kapitalismus, von Skandinavien bis Norditalien, von der Seen bis an die Oder, aber die über Jahrhunderte eine Eigenständigkeit entwickelt haben und die Basis für Demokratie und andere ganz entscheidende politische Rahmenbedingungen gesetzt haben. Und das deswegen zu glauben, man könne den Weg fortführen, nachdem wir relativ elegant in Europa die Zollunion in den 60er Jahren schon durchgesetzt haben und dann den Binnenmarkt einigermaßen ordentlich, denke ich, da kann man anderer Meinung sein, aber ich glaube, einigermaßen vernünftig organisiert haben, und zwar auf gleicher, harmonisierter Ebene, dass wir jetzt uns Gedanken machen müssen, wie es weitergehen soll. Und diese Gedanken, also ich bin keiner von denen, die, wie der Bundespräsident sagen, es müssen die Bannerträger Europas
gefragt werden und nicht die Bedenkenträger, sondern ich glaube, dass die Gedankenträger einmal ihre Arbeit beginnen müssen und sich die Frage stellen müssen, was denn nun eine vernünftige, machbare Konzeption von Europa ist. Und da meine ich eben, da kann es nicht so weitergehen, dass man jetzt sagt, wir vereinheitlichen das alles. Warum? Das habe ich schon vorhin in einem Beitrag angedeutet, weil wir eben sehr, sehr unterschiedliche Wirtschaftskulturen in Deutschland, in Europa haben. Wir haben dieses Kerngebiet, wir haben den mediterranen Kapitalismus, wir haben den angelsächsisch-amerikanischen Kapitalismus, der vor allem über die Kapitalmärkte in Europa mitwirkt. Wir haben den Balkan mit seinen Problemen und so weiter. Also wir haben eine ganze Reihe von Wirtschaftskulturen, die wir hier einschmelzen müssten. Und das wird, das kann ich als Wirtschaftshistoriker, glaube ich, sehr deutlich sagen, das wird nicht dazu führen, dass die jetzt bestehenden komparativen institutionellen Vorteile, die diese Wirtschaftskulturen im Einzelnen haben, weiter wirken. Und deswegen müssen wir uns eine andere Strategie überlegen. Mein Vorschlag wäre, einen Kernbestand der sozialen Marktwirtschaft dafür zu reaktivieren, nämlich, dass wir die Ordnung setzen für Europa, aber dabei nicht stehen bleiben. Wettbewerb ist wichtig, aber er regelt nicht alles, ja? Sondern wir müssen etwas tun, was ich produktive Ordnungspolitik nenne. Das ist eine Ordnungspolitik, die Strategien entwickelt, um die sozialen Produktionsregime, die in Europa vorhanden sind, ihren komparativen Vorteilen entsprechend zu fördern und weiterzuentwickeln. Wenn wir das machen, dann heißt das nicht, dass wir die Politik der Harmonisierung in Europa fortsetzen, sondern wir müssen schon etwas anspruchsvoller Politiken, Strategien entwickeln, die diesen jeweiligen europäischen Wirtschaftskulturen die Luft zum Atmen lassen, die diesen jeweiligen europäischen Wirtschaftskulturen die Möglichkeit der Weiterentwicklung lassen und die genau die Stärke Europas mobilisieren, nämlich aus die Einheit aus der Vielfalt zu schöpfen. Diese Vielfalt von Vorteilen, die wir in Europa haben, die können wir nicht aufgeben, um eine einheitliche, standardkapitalistische oder wie auch immer geartete Ordnung in Europa zu errichten. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht so einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brüssel in der Lage wäre, für unterschiedliche Wirtschaftskulturen unterschiedliche Strategien zu entwickeln und die auch zu exekutieren, sondern das müssten tatsächlich die Nationalstaaten in ihren wirtschaftskulturellen Gruppierungen leisten. Aber wie das im Einzelnen läuft, da stehen wir ganz am Anfang. Ich bin allerdings sehr zuversichtlich. Ich arbeite zum Beispiel mit in der Hans-Böckler-Stiftung. Die überlegt das im Augenblick, wie sie das für den Arbeitsmarkt organisieren könnte, also als Programm. Dann bin ich Mitglied in dieser Roman-Herzog-Stiftung. Das ist eine Organisation der bayerischen Arbeitgeber. Die sind auf denselben Gedanken gekommen. Ja? Dann habe ich mit dem BDI bin ich im Gespräch darüber. Die sind ebenfalls auf diesen Gedanken gekommen. Das heißt, das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir in Europa stehen. Und diese Herausforderung heißt, dass wir eine andere Strategie brauchen. Und natürlich, und da gebe ich jetzt den Ball weiter, eine Währungsunion haben müssen, die dieser Strategie dann auch entspricht. Und das ist wahrscheinlich nicht der Euro.